Heute müssen wir alle YouTuber in Roblox Brookhaven finden. Und das wird unfassbar schwierig. Oh nein, du hast mich gefunden. Okay, es wird so mehr oder weniger schwierig, wie es aussieht. Wer bist du denn? Dich kenne ich doch gar nicht. Wie bitte? Erstmal tust du so, als hättest du mich mit aller Leichtigkeit gefunden. Und dann sagst du doch, dass ich kein richtiger Roblox-YouTuber wäre? Nein, eigentlich glaube ich nur, dass du ein komischer Typ in irgendeinem Busch bist. So, warte mal, was? Das ist ja an Frechheit nicht zu überbieten. Na schön, wenn du meinst, dass es so einfach sei, alle YouTuber zu finden, dann probier mal das aus. Was meinst du denn jetzt mit das? Was soll jetzt passieren? Oh Mann, Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh nein, hat er das wohl ernst gemeint? Muss ich jetzt wirklich anfangen, die YouTuber zu suchen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier sind auf jeden Fall ganz schön viele YouTuber auf der Tafel, die ich finden muss. Und ich glaube trotzdem, dass ich das auf jeden Fall mit Leichtigkeit hinbekommen würde. Und ich glaube, das muss ich auch, weil sonst werde ich nie wieder nach Brookhaven zurückkehren. Okay, na schön, Leute, dann würde ich mal sagen, lass uns gar nicht mal so lange drum rumlabern, sondern einfach mal ganz entspannt versuchen, alle YouTuber zu finden. Wer ist das denn hier? Der Topspender ist Mayo. Oh, hey, den habe ich gefunden. Ich habe Mayo schon gefunden. Easy. Ich hoffe zumindest, das gilt. Okay, wichtig ist auf jeden Fall jetzt, dass wir mal die ganzen YouTuber hier finden, die wir hier haben. Und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall schon an gute Sachen rankommen. Okay, hier kann man sich sogar irgendwas kaufen. Body Swap Tank, Tanztrank, Influencer Launcher. Alter, der Influencer Launcher? Warte mal, das will ich haben. Der ist zwar ganz schön teuer für 250 und ich weiß auf jeden Fall auch nicht, was genau der macht, aber ich will den trotzdem einfach mal haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo? Sag mal, diesen Artikel besitzt du bereits? Hey, wo ist der denn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Man merkt wieder mal, dass es ein Spiel von AA Ray ist. Okay, gut. Egal. Auf jeden Fall, ich würde trotzdem mal ganz kurz sagen, Leute, wir suchen einfach mal ganz entspannt nach... Oh, da hinten sehe ich schon mal jemanden. Das ist der gute Vitamine, glaube ich. Den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gefunden. Und, oh Mann, Alter. Ich glaube, hier sind genau 30 YouTuber versteckt. Und wir müssen gucken, ob wir die alle finden können. Oh Mann. Und vor allem, die Map ist ziemlich... Oh, warte mal. Da ist auf jeden Fall auch jemand. Da ist der gute alte... wer war das? Roblox. Oh Mann, ey. Okay, okay, Leute. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Das sollte kein Problem sein hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das sollte so schwierig sein, ey. Mann, Gott, ey, Leute, warum spiele ich denn versteckt mit 30 verschiedenen YouTubern? Das ist echt gar keine so gute Idee gewesen. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben auf jeden Fall hier noch ganz, ganz viele Sachen, die wir uns anschauen müssen. Wie zum Beispiel den Wald dahin. Okay, aber lass mal erstmal den Bereich hier ganz kurz abgucken. Oh, und da sehe ich auch schon den nächsten. Das müsste der gute alte Pharos sein, auf jeden Fall. Das ist so ein Bad Wars-YouTuber oder so, glaube ich, in Roblox. Und ein paar andere Sachen. Ich weiß gar nicht so genau, was er macht, ehrlich gesagt. Aber er macht auf jeden Fall gute Videos. Und da oben ist natürlich der gute alte Banks. Oh yes, Leute. Banks, der ist natürlich auch super cool. Keine Ahnung. Ich gucke von ihm jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viele Videos, aber trotzdem macht er auf jeden Fall super Kram, glaube ich. Okay, warte mal. Okay, okay, Leute, wir müssen noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier ganz genau, damit wir hier nicht irgendwas übersehen oder so, wie zum Beispiel Sandy Raw, die hier ein bisschen am Chillen ist sozusagen. Das ist auf jeden Fall... Oh, und Kasparo, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh Mann, Leute, Alter... Oh Gott, du hast da wirklich ein bisschen zu viel Zeit drin verbracht, würde ich sagen. Es riecht hier nicht sehr angenehm. Okay, gut. Macht auf jeden Fall auch nichts, Leute. Wir haben auf jeden Fall da vorne schon irgendwie noch so drei Häuser von irgendwelchen YouTubern, habe ich gesehen. Und Lifts natürlich, der sich mal wieder hinter der Statistiktafel versteckt. Oh, ich glaube, wir haben schon ein bisschen, wir haben schon gut viele gefunden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt, wie viele wir gefunden haben. Aber wir werden wahrscheinlich genug gefunden haben. Und als nächstes finden wir erstmal ganz entspannt Abok. Oh ja, finde den echten Abok. Oh nein, das ist nicht gut, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das sind auf jeden Fall irgendwelche verschiedene... Okay, ich glaube, es ist neu, dass Amok ein umgedrehtes Gesicht hat. Der sieht eigentlich ganz okay aus. Nein, tut er nicht, weil da ist das Amok umgedreht. Der hat irgendwie keine Kappe auf oder so. Du da unten siehst einigermaßen richtig aus. Der rechts daneben, aber links daneben aber auch. Und der ist... Was ist mit dem? Was ist mit dem? Mann, die unten sehen alle irgendwie gleich aus. Wo ist denn da der Unterschied? Warte, 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 Leute. Hä? Oh nein, da ist die Brille falsch rum. Okay, okay, der ist falsch. Das heißt, einer von den beiden kann es da noch sein. Oh, ich nehme aber mal rechts. Oh ja, okay. Okay, okay, okay. Oh, nice. Ich hab's gefunden. Let's go. Das war Abok. Okay, wir gucken doch mal ganz kurz, ob wir in Aboks Haus... Ich meine, Abok hat ein schönes Haus. Ich verstehe zwar nicht, warum es grün ist. Ich meine, Aboks Farbe ist doch eher blau, aber, Oh, lol. Er hat auf jeden Fall ein Foto von seinem eigenen Plüschtier über seiner Toilette. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut, würde ich sagen. Aber sonst sieht es jetzt nicht unbedingt danach aus, als ob hier irgendwas wäre. Hier hätte ich doch irgendwas verstecken können, aber da ist wohl nichts. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder raus. Da sollte auf jeden Fall alles in Ordnung sein. So, als nächstes können wir kurz in Lamis Haus rein. Gehen. Und dort finden wir Proteinpulver. Sehr nice. Ich möchte aber kein Proteinpulver finden. Ich möchte Lami finden, der hier irgendwo ist. Okay, okay, okay. Weiß ich jetzt aber auch gar nicht.
nicht so genau, wo das hier sein könnte. Oh, cool. Oh, ich bin hier irgendwie auf jeden Fall reingekommen. Hier hätte man scheinbar wohl eine Karte gebraucht, aber ich bin einfach so reingekommen, komme jetzt dafür allerdings nicht mehr raus. Okay, wir warten einfach nur ganz entspannt, bis jemand anders die Tür aufmacht sozusagen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass hier dann wahrscheinlich noch irgendwie Emily oder so versteckt ist. Wir gucken nochmal ganz kurz nach, aber es sieht aktuell nicht danach aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Deswegen gehen wir einfach wieder raus. Okay, und als nächstes gibt es natürlich das gute alte Danya-Haus. Okay, okay, Leute. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus nach einem Drachen, der zu Khan führt. Okay, okay. Oh, Alter, okay. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass das hier schon mal nicht die richtige Lösung ist. Deswegen werden wir wahrscheinlich ein Rätsel führen müssen. Ach, ist es das? Ich glaube nicht. Komm, ich glaube nicht, dass zweimal miteinander das Gleiche kommt. Okay, okay, okay. Jetzt können wir uns entscheiden zwischen rechts, Mitte und links. Oh, das ist am schwierigsten. Wir nehmen nochmal links. Ja, okay, Gott sei Dank haben wir das gemacht, weil die hat es wieder nicht geschafft. Okay, okay. Dann würde ich sagen, Mitte und, ach komm, das war jetzt links, Mitte. Das heißt, es wird diesmal rechts sein, oder? Nein, ich bin so dumm. Jetzt bin ich sogar gestorben, obwohl ich nicht hätte sterben müssen. Oh Mann, ey, das war ja sowas von doof. Okay, warte mal. Wir lassen die ganz kurz machen. Komm, ich riskiere es jetzt nochmal. Oh mein Gott, okay, das war auf jeden Fall zumindest richtig. Sehr gut. Oh, warte, ich habe meine Influencer-Kanone bekommen. Die muss ich mal ganz kurz ausprobieren. Peng! Lol, dann ist sie auf jeden Fall ein kleiner, süßer Abok. Boom. Ey, da kann man... Lol. Okay, das ist einfach nur Abok, den man da schießt, wie es aussieht. Nee, nur das ist jemand mit einer Abok-Kappe und einem Labi-Hoodie. Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Pass auf, ich schieße auf dich mit YouTubern. Okay, die sehen alle gleich aus. Ich dachte wenigstens, dass da verschiedene rauskommen würden. Dieser Fleck hier sieht verdächtig nach Wasserschaden aus. Also lasst uns mal nachschauen. Ah, ja, natürlich, natürlich. Da, wo der Wasserschaden ist, ist Danya nicht weit weg. Okay, gut. Wenn Danya und Khan hier waren, dann würde ich mal sagen, schauen wir auf jeden Fall mal raus und gucken, dass wir weiterkommen. Gut, es sieht auf jeden Fall zumindest schon mal so aus, als hätten wir ziemlich gut hier Sachen gefunden. Auf den Dächern oder so sieht irgendwie nicht danach aus, als ob es da irgendwas gäbe. Oder hier, mitten in der dunklen Gasse. Da scheint es auf jeden Fall auch nicht wirklich was zu geben. Okay, vielleicht hinter diesem Schild irgendwie, wo die ganzen YouTuber draufstehen. Wir können ja aber schon mal kurz einen Zwischencheck machen, wie viele wir jetzt eigentlich schon gefunden haben. Wir haben Lami, wir haben Emily, glaube ich, noch nicht. Wir haben Danya, wir haben Khan, wir haben Abok, wir haben Bapo auch noch nicht. Mayo haben wir noch nicht. Lift haben wir noch nicht. Doch, Lifts haben wir schon. Ray haben wir noch nicht. Denome haben wir noch nicht. Xerox haben wir noch nicht. Faust haben wir. Felixi haben wir nicht. Sadie haben wir nicht. Also außer ich gelte natürlich, dann haben wir den schon. Vitamine, glaube ich. Ja, doch, den haben wir. Syntex, nein. Arizona, nein. Okay, wir haben echt viele noch nicht, Leute. Lass aber mal auf jeden Fall ein bisschen weitergehen. Mayo ist doch hier theoretisch. Naja, egal. Dann lass uns einfach mal ganz entspannt in die Stadt gehen und gucken, ob wir da irgendwas finden. So, auf jeden Fall, hier sieht es zumindest schon mal ganz gut aus, dass da irgendwie... Oh, da leuchtet auch schon was, Leute. Da ist nämlich der gute alte... Wer ist das? Bapo ist das. Bapo versteckt sich mal wieder im Blumenfeld. Ja, man kennt es nicht anders von ihm. Ich glaube, Bapo mag Blumen sehr, sehr gern. Okay, ich glaube trotzdem, dass... Oh, da hinten sehe ich auf jeden Fall auch wieder jemanden. Das ist dann der gute Banks. Jawohl. Boom. Oh Mann, diese Kanone ist echt irgendwie witzig. Okay, gut. Ich würde trotzdem sagen, dass wir einfach mal weiterschauen. Weil, Leute, wir müssen uns hier bemühen, damit wir die alle YouTuber finden, damit wir wieder zurückkommen. So. Und hier steht sogar als Tipp, dass die Häuser der Stadt alle abgeschlossen sind. Das bedeutet auf jeden Fall, dass es hier nichts geben sollte. Aber hier um die Ecke gibt es natürlich den guten alten Snily Snals, ist das? Ah, nee, das ist Awesome Elena, Alter. Lol, ich dachte, wow, ich könnte mir vorstellen können, dass Snily Snals irgendwie so einen Skin hat, aber scheinbar nicht. Ich wusste nicht, dass Awesome Elena so einen Skin hat. Okay, okay, okay. Und was sehen meine Augen? Denn da natürlich den guten alten Xerox ganz oben irgendwo auf einer Wand stehen. Und Käse sehe ich natürlich auch noch. Aha, entspannt, Leute, entspannt. Der gute alte Easy Cheesy Cheese. Oh Mann, Alter, das macht auf jeden Fall schon irgendwie Sinn. Warte mal. Okay, hier ist auf jeden Fall easy, aber... Ah, da habe ich doch noch was gesehen. Hast du dich etwa versucht, hinter dem Käse zu verstecken? Na. Okay, da ist jemand gerade einfach freiwillig in die Käsesoße gesprungen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man Käse wirklich sehr, sehr gerne mag, aber ansonsten auch ein bisschen kompliziert. Okay, kein Problem, Leute, kein Problem. Wir gehen auf jeden Fall mal ganz entspannt nach oben und finden den guten Syntex. Oh Mann, Leute, das ist doch voll easy. So schwierig wird das dann ja wohl nicht sein. Okay, okay, okay. Was haben wir noch, was haben wir noch? Wir haben hier auf jeden Fall, und der rutschte vielleicht irgendwie, oh, lol, ja, das ist Spider, wer ist das, Ronja, Ronja, genau, Spider-Ronja, Alter, oh Mann, die hat sich richtig gut versteckt hinter dem, Dings, und, oh, da hinten sehe ich auch noch was, oh, Leute, ist das etwa, ist das Mayo, ich glaube, wir haben Mayo gefunden, Leute, oh, ja, das muss ich ihm gleich sagen, okay, 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 warte, wie kommen wir denn da hoch, können wir da irgendwie hochspringen oder klettern oder so, wie bei Xerox, ne,
Nee, das sieht irgendwie nicht so aus, als ob man so darüber kommt. Okay, ist ein Knopf, vielleicht bringt ihr ja... Oh, wow. Okay, alles klar. Das macht natürlich absolut Sinn, dass man einen Knopf drücken muss, um nach oben zu kommen, Leute. Aber es gibt leider keinen Knopf nach unten. Und da steht der süße kleine Mayo, der gerne an Dachrändern steht. Na gut, dann lassen wir dich auf jeden Fall mal wieder alleine, Mayo. Du hast sicher irgendwas Wichtiges zu tun, wie Videos aufnehmen oder sowas in die Richtung. Ich glaube, hier war ich bisher noch nicht. Könnt ihr da irgendwie... Oh, bewegen sich die Büsche? Leute, die Büsche bewegen sich sogar, wenn man durchläuft. Hey, das ist voll cool gemacht, ehrlich gesagt. Okay, sonst sieht hier ehrlich gesagt, oh, warte mal! Hey! Ich bin das L im Roblox, lol! Hä? Was ist das denn? Ich bin doch C, ey. C ist mein Buchstabe. Wieso bin ich denn ein L? Na gut, egal. Auf jeden Fall, das ist ein sehr entspanntes Versteck von mir. Mein Körper wurde nur ein bisschen zerteilt und, irgendwie auseinandergenommen. Mein armer Körper! Oh nein, Alter! Na gut, ist auch egal. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir mittlerweile schon ziemlich viele Finn gefunden haben. Oh, warte mal, da hinten ist aber auch noch jemand, den ich auch noch nicht habe. Ah, nee, Quatsch, das ist der Knopf. Das ist der Knopf von dem hier man zu Mayo kommt. Okay, sonst sieht es aber eigentlich aus, als hätten wir hier so ziemlich alles weggemacht. Das ist gut auf jeden Fall, Leute. Wir werden auch hier voll von der Eskorte eskortiert hier wieder, wie das aussieht und so weiter. Oh Mann, ey. Okay, wir müssen mal ganz kurz eine Strichliste machen, ja? Weil ich muss ganz kurz abchecken, wie viele YouTuber wir schon gefunden haben. Okay, Leute, wenn ich jetzt nicht absolut schlecht gezählt habe, dann müssten wir wahrscheinlich ungefähr genau 20 haben. Ungefähr genau, ja. Das ist so genau das Gegenteilige, aber ist auch egal. So, wir waren auf jeden Fall noch nicht im Wald und ich könnte mir vorstellen, dass hier 10 sind, in der Stadt 10 und im Wald nochmal 10. Dann wären wir auf jeden Fall genau richtig und hätten dann halt genau alles gefunden. Müssen nur noch diesen Ort hier absuchen. Okay, perfekt, Leute. Wir nehmen uns dann auf jeden Fall mal eine Laterne, weil es ist hier ganz schön dunkel, wie ich gerade sehe. Das ist ja ganz schön gemein. Also, wow, das ist voll der gruselige Wald, Mann. Okay, egal. So, wir schauen mal auf die Pilze. Badoings, badoings, badoings. Woo! Okay, 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 Mann. Oh, es ist echt ein bisschen dunkel. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wald die schwierigste Abteilung ist. Abteilung? Das schwierigste Abteil oder der schwierigste Levelabschnitt. Aber wir schauen mal ganz entspannt. Das sollte auf jeden Fall... Oh, oh. Na, da haben wir doch den guten Daten. Chaoslo 44. Easy. Okay, okay, okay. Das ist einer von 10, die wir hier finden müssen wahrscheinlich. Also, vermute ich, gehe ich davon aus. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, hat irgendein YouTuber irgendwas mit Pilzen zu tun? Ich glaube... Oh, 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 oh. Ah, und dazu gehöre ich natürlich auch der gute alte Aerosol. Sehr gut, Leute. Das heißt, wir haben schon 2. 22. Oh Mann, wir schaffen das, Freunde. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Okay, okay, okay. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Gut. So, wir haben hier auf jeden Fall noch die Pilze und das Erdbeerfeld, wo natürlich Felix hier unterwegs ist. Let's go! Okay, okay, okay. Sehr entspannt, sehr entspannt. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Gut, wir haben auf jeden Fall... Oh, da hinten ist auch hier auf jeden Fall auch noch was. Das ist dann Nummer 4, ist dann... nee, Moment. Das ist irgendwas, wo ich draufklicken muss. Warte mal. Ey, Leute, geh mal ein bisschen aus dem Weg. Ich kann da nicht draufklicken. Nein! Hallo, ich würde gerne da... Ah, jawohl, na... Oh, naja, okay. Es ist nicht so ganz nice, irgendwie bei Ambush zu landen, aber so wie ich das bei den Typen da hinten schon sehe, müssen wir, glaube ich, einfach rein und, wow, Alter. Oh, Mann, und werden dann einfach... Nein! Und werden dann einfach rübergefahren, wollte ich sagen. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Oh Mann, ey. Ach, das ist ja mal sowas von dunkel. Man kann sich sogar mehr als eine Laterne mitnehmen. Okay, egal. Lass uns da nochmal ganz kurz hingehen und das einfach nochmal versuchen, weil ich glaube, das ist den Nomen. Okay, Leute, nächster Versuch. Das ist absolut nicht passiert. So, gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier einmal ganz kurz rüber, drüber laufen und nicht springen und finden Denome. Sehr gut. Oh Mann, Leute, okay, jetzt habe ich keine Laterne mitgenommen. Das war ein bisschen doof. Ich gehe nochmal zurück und hole mir eine, weil sonst sieht man ja wirklich nicht viel. War das jetzt mein 5. oder mein 4.? Verdammt, Leute, ich kann nicht zählen. Nein. Okay, egal, egal, egal. Wir sollten das auf jeden Fall trotzdem hinbekommen, Leute, denn wir sind natürlich, wie man es kennt, absolute Profis in Roblox. Suche die YouTuber. Okay, gut, ich würde trotzdem sagen, oh, da ist auf jeden Fall ein Haus, da kann man da rein. Da kann man natürlich rein, weil wir einfach Profis sind, Leute. Wir können in Türen rein, ohne einen Schlüssel zu haben. Und was ist das denn? Finde AA-Ray im Labyrinth. Okay, gut, 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 gut. Das ist auf jeden Fall der Map-Ersteller, soweit ich weiß. Warte, so, nein, ich glaube, wir sind wieder beim Anfang. Okay, wir müssen auf jeden Fall bei der nächsten links gehen. Hier ist richtig... Ah, oh mein Gott! Oh, oh, natürlich hat er auch noch Jumpscares hier eingebaut, Alter. Ich dreh durch. Ugh. Okay, gut, ist egal, Leute. Kein Problem. Wir finden den Ausgang. Wir finden AA Ray. Und wir besiegen den Typen, der sagte, dass wir keine YouTuber finden können. Und gehen wieder zurück nach Brookhaven, um es ihm eindeutig zu beweisen, dass das funktioniert. Wir sind am Anfang gelandet. Naja, also ich sollte vielleicht nicht so... Ah,
Natürlich passiert das zweimal. Ich hasse es. Mein Gott, Leute. Okay. Das ist ja wirklich ein absolut belastendes Labyrinth. Warte. Oh mein Gott, da ist der. Alter, Leute, ich sollte den Mund wirklich nicht so voll nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gar nicht so gut im Verstecken bin, wie ich eigentlich dachte, dass ich es bin. So, können wir in diesem Haus auf jeden Fall noch andere Leute finden? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein Toilettenraum oder so. Das Haus sieht auf jeden Fall ähnlich aus wie das Haus der anderen. Nur ist hier jetzt auch nichts Spezielles. Ein cooles Bett, ein paar Sitzsäcke und natürlich ein PC. Okay, das sieht auf jeden Fall eher so aus, als wäre hier jetzt nicht unbedingt noch irgendwas anderes. Zumindest nichts Offensichtliches. Dann gehen wir nochmal schauen. Und, oh, warte mal. Oh, warte. Oh, da oben sehe ich was, Leute. Da oben sehe ich was. Da müssen wir mal ganz kurz hochspringen. Ich würde gerne da hochspringen. Können wir da irgendwie hoch? Hallo? Nein? Oh Mann, ich glaube, wir sind zu viele Leute auf dem Pilz. Wir sind zu schwer für den Pilz, Leute. Oh nein. Oh nein. Nein. Komm hoch. Komm. Na, so funktioniert das nicht. Es muss doch auch irgendwie anders gehen als über den Pilz. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, ja, natürlich. Man hat natürlich auch an die faulen Menschen gedacht, die nicht so hoch springen können. Und das hätte man sowieso machen müssen, weil hier oben ist dann natürlich Bexelot. Das müsste jetzt dann 6 sein, I guess. Naja, gut. Hier ist auf jeden Fall noch Lars oder so. Oh, sehr entspannt auf jeden Fall. Mit Lars, Lasi-Hasi-Spasi, kann man auf jeden Fall sehr gut sterben. Und natürlich bin ich mal wieder am Anfang gelandet. Das ist ja absolut super. Ach, ich will es doch mal ganz kurz über den Pilz probieren. Das muss doch auch so gehen. Okay, das Problem ist immer egal, wo ich hinlaufe, sind alle Leute direkt hinter mir. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber egal. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal ganz kurz hier hoch und drücken und fallen wieder runter, weil das ist das, was man halt so macht. Und gucken nochmal, dass wir diese Obby einfach nochmal schaffen. So, let's go, Leute. Diesmal nicht beim letzten Sprung verkacken und auch nicht bei anderen Sprüngen, wohl angemerkt, sondern wir haben jetzt Lars oder so. Okay, ich glaube, Leute, haben wir damit alle? Ich meine, wie viele? Ich hab nicht mitgezählt. Wir müssen nochmal zählen, Leute. Kurz zum Spawn. Okay, Leute, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle gefunden und ich würde mal sagen, wir beschwören die Influencer-Kanone und schauen mal, dass wir wieder zurückkommen. Wo habe ich den denn jetzt hingeschossen? Oh, lol. Ah, da hängt er in der Luft. Okay, wir brauchen mal irgendjemanden, mit dem wir reden können. Und, kannst du mir mal ganz kurz eine Frage beantworten, mein Freund? Alter, sind hier viele Zuschauer. Junge. Weißt du ganz zufällig, ob wir irgendwie wieder zurückkommen jetzt nach Brookhaven? Oder was genau sollte jetzt eigentlich passieren? Ups. Oh, da bin ich wohl wieder in Brookhaven. Oh, Mann. Hey, Kleiner, wo bist du denn? Hallo. Wow. Sag mal, hey, wenn du dich versteckst, dann gebe ich dir mal einen ganz guten Tipp. Beim Verstecken geht es eigentlich darum, dass man sich nicht zweimal am gleichen Ort versteckt. Was? Was meinst du? Oh, Mist. Na egal, ich habe trotzdem gewonnen. Warum gewonnen? Ich habe deine Challenge doch bestanden. Ich habe alle YouTuber gefunden. Das glaube ich nicht. Die Leute in den Kommentaren können dir ganz sicher sagen, welche YouTuber du vergessen hast. Warte mal, was? Ich habe YouTuber vergessen? Wie? Moment, welche YouTuber habe ich vergessen? Das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Tschüss. Hey, warte mal, was? Welchen YouTuber habe ich vergessen? Oh Mann, Leute. Okay, ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche YouTuber ich übersehen haben könnte. Trotzdem würde ich sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Abo auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao.